Im heutigen Video zeige ich euch, wie man ein individuelles Logo auf ein T-Shirt einer Person bekommt. Ich habe hier schon meine Person geöffnet mit dem weißen T-Shirt und zuallererst wählen wir mit dem Auswahlwerkzeug das T-Shirt aus. Schauen, dass man bis zu alle Kanten rauskommt. Wenn das T-Shirt ausgewählt wurde, Steuerung J drücken und das T-Shirt wird nun in einem neuen Layer angezeigt. Nun Steuerung L drücken und das Input Level, und zwar den linken Pfad hier, nach rechts ungefähr auf 40 bis 45 gehen. Mit dem rechten Pfad auf die linke Seite gehen, dass euer T-Shirt etwas heller wird, aber so dass die Falten noch zu sehen sind. Bestätigen mit OK. Nun geht ihr auf Filter, Blur, Gaussian Blur, wählt eine Falte eures T-Shirts, schaut, dass hier der Radius auf 3 Pixel ist und könnt jetzt dann die Vorschau anschauen, wie es später ausschauen wird. Bestätigt dann mit OK. Nun könnt ihr euren Layer, Background Layer hier genannt, mit eurem Model ausblenden. Nun bleibt jetzt dann nur mal euer T-Shirt über mit dem Filter Blur. Ihr geht nun auf File, Save As und schaut, dass ihr jetzt den Dateityp Photoshop habt. Ich nenne das Ganze jetzt ein Shirt und gehe auf Speichern. Nun können wir unseren Layer 1 entfernen. Wir nehmen jetzt an unser Logo, was wir einführen wollen. Ich habe hier Logo 001 SVG und ziehe das Ganze jetzt dann in meine Photoshop-Datei hinein. Nun passe ich die Größe des Logos an, verdrehe das Ganze etwas, da der Oberkörper vom Model auch leicht gedreht oben hin wird. Gehe mit Rechtsklick auf meinen Layer und gehe auf Konvertieren zu Smart Object. Nun gehe ich auf Filter, Distort und auf Displays. Und nun muss hier eine Skala von 10 in der horizontalen sein und in der vertikalen Skala genauso eine 10 und drücken OK. Nun nehmen wir unser vorher abgespeicherte Shirt-Datei und öffnen diese. Und nun sieht man schon, dadurch, dass die Shirt-Datei jetzt übergelegt wurde, sieht man hier jetzt schon, wie sich das Logo leicht anpasst an den Falten. Nun gehen wir hier auf den Link Normal und gehen auf Multiply. Und jetzt sehen Sie, wie im Logo drinnen die Falten hervorgehoben werden. Mit der rechten Maustaste klickt ihr jetzt auf Logo 001 und geht auf Blending Options. Mit gedrückter Alt-Taste nehmt ihr den linken Teil dieses Pfeils und zieht ihn ganz leicht auf die linke Seite. Schauen, dass wirklich nur der linke Teil gezogen wird. Und das gleiche macht sie jetzt dann mit dem oberen Teil. Man sieht, wenn man zu weit rüber geht, verschwindet das komplette Logo. Deswegen nur ganz leicht und drückt OK. Und nun ist euer Logo auf euren T-Shirt eingefügt und könnt das Ganze jetzt dann in den verschiedensten Dateiformaten, wie ihr wollt, speichern. Ich gehe jetzt auf Desktop und wähle jetzt ein JPEG, lasse Shirt drinnen, gehe auf Speichern, OK. Und nun kann ich meine Shirt-Datei öffnen und wie Sie sehen, haben wir jetzt dann unser Logo auf das T-Shirt des Models eingefügt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Like da lassen, für Feedback die Kommentarfunktion nutzen und falls ihr weiterhin Tutorials von Photoshop sehen wollt, dann natürlich den Kanal abonnieren. Ich sage danke, der was bis hierher zugeschaut hat. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Bis zum nächsten Mal.